Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit mir auf der Jagd seid. Heute verlassene alte Highschool, heimgesucht von böse, rachsüchtigem Geist. Und wir sind hier, um Folgendes zu tun: Wir sollen ein Foto von diesem fiesen, miesen Geist machen. Wir sollen übernatürliche Ereignisse mit dem EMF-Reader feststellen. Wir sollen in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen rumräuchern. Und wir haben es zu tun mit Mrs. Betty Brown. Okay, auf geht's. Ein Blick auf die große Karte. Wir haben den Generator unter der Treppe rechts. Das ist schon mal super. Und wir nehmen als erstes mal mit rein EMF-Reader, wenn wir den schon benutzen sollen gleich. Natürlich eine Taschenlampe. Und trotzdem schon mal das Thermometer, würde ich sagen, weil in dem großen Gebäude laufen wir eine Weile rum. Kann das Uhr warm werden, und wir können so lange mit dem EMF-Reader gucken. Wenn wir eine Weile unterwegs waren, können wir das Thermometer gleich auspacken. Da, 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 da. Ja, aber lange nicht, ne? Miese alte, verlassene Highschool. Da, wir werden beobachtet. Die Kameras laufen. So, Tür auf. Und Tür auf. Oh, achso, Licht an, wollte ich gerade sagen. Aber geht ja noch gar nicht. Erstmal los durch die dunklen Flure. Wir können ja aber trotzdem schon mal ein paar Fragen stellen. Gib uns ein Zeichen. In welchem Raum bist du? Vielleicht lässt sie irgendwo das Telefon klingeln oder macht irgendwo eine Tür auf. Gib uns ein Zeichen. In welchem Raum bist du? Wo bist du? Ich hab gedacht, was ist das denn für ein Schatten? Aber war gar nichts. Erstmal Generator, erstmal Licht, dann haben wir auch nicht mehr so viel Schatten. Beruhigt schon mal hier die Ecke. Schon mal Licht an. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Warten erstmal, lassen die Türen erstmal noch mal zu hier. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Erstmal weiter. Kurz nach 12 sind wir hier, wenn die Uhr noch geht. Die geht nicht mehr. Ist die große Sporthalle, ne? Ach nee, doch nicht. Hallo? Irgendjemand hier? Außer uns? Nein? Schön. Tür zu. Hier ist die große Sporthalle. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Ich hasse diesen Raum. Schnell wieder raus hier auf der anderen Seite. Schnell, schnell, schnell. Oh nein, Moment, das ist die Abstellkammer. Da geht's raus. Ah! Schnell hier durch. Gänsehaut. Der Geist in der Nähe. So. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wir schalten gleich aufs Thermometer. Wir gehen einmal noch mal rüber auf die andere Seite so ein bisschen hier. Lauschen noch mal. Nicht doch irgendwo eine Tür aufgeht oder ein Telefon klingelt. Hier auf der Seite erstmal das Licht aus. Gib uns ein Zeichen, wo bist du? Man kann nur eine bestimmte Anzahl Lichter anmachen, bevor die Sicherung rausfliegt. Deswegen wollen wir jetzt natürlich hier drüben dann die Lichter anhaben. Auf der Seite. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen.
Mach eine Tür auf. Oh, hier ist die Tür offen. Haben wir nun nicht gehört. Alles klar. Ja. Oh. Okay, gleich frostig. Telefon ist schon mal ein Zweier EMF, schnell ran. Sehr gut. So. EMF piepst so leise, aber wieder ein Sound, kleinen Soundbug. Das ist blöd, dann hört man nichts. Löse das EMF aus. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Warum ist der Strom schon wieder aus? Okay, wir lassen das EMF mal hier und Gefriertemperaturen aber auf jeden Fall. Das sehen wir so schon. Können wir das Thermometer auch hier lassen? Okay, erstmal raus. Raus, 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 raus. Okay, sehr schön. Der Geist ist hier. Stromgenerator auf der anderen Seite. Hat sie doch eine Tür aufgemacht, die Betty Brown. Zu ihrem Klassenraum. Und wir haben schon mal Gefriertemperaturen. Und ein Nebenziel haben wir auch. Das EMF haben wir. Also Geistersachen, Telefon klingeln, Türen öffnen und so, wie das immer. Zweier EMF. Und ein Geister-Event, was wirklich als Geister-Event zählt, ist eigentlich immer ein Dreier EMF. Und 4 und 5 löst der Geist so aus. So, das haben wir. Wir müssen noch ein Foto, wir müssen Räucherstäbchen machen. Sanity ist noch bei 81. Super, weil die Aktivität steigt. Alles klar. So, wir nehmen auf jeden Fall vielleicht schon mal jetzt sogar ein Fotoapparat mit rein. Und legen Betty schon mal ein Buch rein. Und vorher gehen wir aber nochmal drüben auf der anderen Seite und machen den Generator wieder an. Die würde ich nämlich gerne anhaben. Damit wir uns zumindest hier in den Gängen das Licht anmachen können. Betty, ganz ruhig da hinten, ne? Kannst du in deinem Klassenräumchen schön drin bleiben und alles ist gut. Wir machen erstmal schnell den Generator wieder an. Gerade gedacht, ich höre irgendwo Wasser laufen, aber sie ist viel zu weit weg von allen Waschbecken. Obwohl, irgendwie bist du ja auch an den, irgendwie ist sie auch an den Generator gekommen. So, wieder an. Ja, sogar alle Lichter sind aus. Hier hat nicht nur die Generator, sie alles ausgemacht. Nee, da hinten das Licht ist noch an, alles klar. Und hier um die Ecke haben wir sie, habe ich selber ausgemacht. Naja, stimmt, alles gut. Okay, einmal geradezu. So, aber alles, bis jetzt ist doch alles noch super entspannt. Wir machen auch hier vorne in dem Bereich übrigens Licht an. Nur fürs Gefühl, dass hier vorne auch alles. Hallo? Dass hier vorne auch alles hell ist. Viel besser so, sehr schön. Alles gut, schon ist hier einfach nur eine alte, abgeranzte Schule. Jetzt hier hinten in dem Flur bitte auch nochmal Licht anmachen. Oder ist noch an, ne? Gerade bis hier vorne so dunkel. Okay. Ja. Foto. Interaktion. Und können wir auch noch ein zweites Mal machen. Ich hoffe, es zählt jetzt auch beide Male. Wir müssen mal gucken. Ganz nach hinten. Hoffentlich waren wir nah genug dran. Ne, nur beim zweiten. Was erstmal mal zu weit weg. Ah, Mist. Okay. Das zählt aber nochmal. Sehr schön. So, Betty, wir haben hier ein Buch mitgebracht. Da kannst du mal. Ah, nee, wir legen das lieber auf den Boden, ne? Besser ist das. Auf dem Boden ist immer besser. So. Und kannst du dich zeigen? Wo bist du? Schreib in das Buch oder löse das EMF nochmal aus. Wir legen das auch nochmal näher hier vorne hin. Problem ist, dass wir gerade diesen EMF, dass es so dumpf klingt, ne? Das ist manchmal in dem Spiel, dass man hat das EMF so einen Bug, da hört man das so ganz dumpf. Das heißt, auf die Entfernung würden wir es schon gar nicht mehr hören. Selbst hier drin hört man es kaum dann, wenn es losgeht. Das macht es ein bisschen. Hallo! Bisschen schwieriger. Okay, wir gehen nochmal raus. Der Fotoapparat, den lassen wir jetzt schon mal wieder zurück. Der hat nur noch zwei Fotos drauf. Wir nehmen dann nochmal einen frischen mit rein. Erstmal geben wir jetzt Betty im Moment Zeit, ins Buch zu schreiben. Ganz entspannt.
Dann nehmen wir die Videokamera mit rein hier. Stell mal auf, gucken wegen Geisterorbs da an ihrem Tisch. Und ich will wieder ein Fotoapparat in der Hand haben. Ich habe das Gefühl, die taucht demnächst auf. Die gute Betty, deswegen möchte ich das Foto nicht verpassen. Den Fotoapparat nehmen wir wieder mit. Und eine Videokamera nehmen wir mit. So, Foto müssen wir vom Geist nämlich machen und Räucherstäbchen. So, Sanity ist bei 68 jetzt auf einmal schon nur noch. Aber den Geisterraum haben wir trotzdem noch relativ schnell gefunden für das große Gebäude, ne? Dafür, dass wir dann allein unterwegs sind. Haben wir noch mal Glück gehabt, dass wir ja gar nicht nach oben müssen. Bin ich auch sehr beruhigt. Dass wir auch so nah an der Tür hier sind, ist super. So, Betty. Alles wird schön. Das Buch hast du nicht geschrieben. Vielleicht legen wir es noch mal vorne an den Tisch hier, wo sie mal das Telefon klingeln lässt. Schritte. Schritte, Schritte. Die hier. Buch für dich. Oh. Da ist irgendwo jemand. Jetzt gehen hier draußen überall die Türen auf. Aber du bist ganz sicher hier drin. Was klingelt hier immer das Telefon? Ja, ja, sie ist auf jeden Fall hier drin. Gib uns ein Zeichen. Löse das EMF aus. Bist du hier? Kannst du dich zeigen? Oh, nein, 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 nein. Komm her. Dass man das auch nicht ablegen kann mit F, ne? Das kann man nur hinwerfen. Okay, so liegt's aber gut. Kannst du dich zeigen? Wo bist du? Brauchen wir ein nettes Foto. Tür zu, erstmal raus, gucken auf die Kameras. Dann kommen wir mit Fingerabdrucklampe wieder rein und gucken da nochmal nach. Vielleicht haben wir dann ja schon alle drei Beweise, wenn wir jetzt Geisterorbs finden. Alles wird gut. Aber jetzt geht's ja noch, sie lässt ja nur das Telefon klingeln, das ist ja alles noch ganz, ganz ruhig, ganz friedlich. So, okay, gucken wir erstmal. Ziemlich hell wieder, aber Geisterorbs müssten wir eigentlich trotzdem erkennen können. Ich sehe nichts. Ich stelle mal die Kamera gleich nochmal anders auf in dem Raum. Nur um sicher zu gehen wieder. Oh, war da doch was? Nee. Okay, Geisterorbs haben wir nicht. Sanity ist bei 61. Wir nehmen eine Fingerabdrucklampe mit rein und stellen die Kamera nochmal um. Und dann lassen wir nächstes Mal noch den Fotoapparat drin irgendwo auf dem Tisch liegen. Wenn sie sich dann zeigt, müssen wir einfach nur schnell sein. Schnell den Fotoapparat vom Tisch schnappen und ein Foto machen. Dann können wir beim nächsten Mal wieder zwei Sachen mit reinnehmen. Nehmen vielleicht noch eine zweite Kamera auch einfach. Und die Geisterbox. Da, 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 da. So, Betty, nochmal ruhig bleiben. Und vielleicht kurz mal zeigen, ist auch in Ordnung, aber nicht gleich durchdrehen. Ne? So, guck mal. Nee, das ist die falsche. Das ist die richtige Taschenlampe. Okay, keine Abdrücke hier. Keine an den Fenstern? Nee. Oh, haben wir dich, Betty. Haben wir deine Schmierflosse erwischt? Vielleicht hast du dann an dem Fenster noch einen hinterlassen. Nee, hier auch nicht. Normal ist doch mal. Da ist noch einer, da kann man kaum sehen. Buch ist nix. EMF ist 4. Okay, nah dran. Schaffst du auch eine 5? EMF 5. Gib dir Mühe. Immer noch nur eine 4. Fingerabdrucklampe bleibt hier. Du
kommst her. Stell dich nochmal anders auf. Ja, alles wird gut. Wir stellen die Kamera nochmal ein bisschen anders auf hier. Oh, wo bist du? Da, schnell, wo ist der Futterapparat? Da kommst du gewackelt. Ah, komm nicht so nah ran. Hui, alles klar. Tschüss. Moment. Nee, tschüss. Andersrum. Okay, das müsste aber gezählt haben. Geist, ja, da ist sie doch. Ja, okay, viele Fotos haben wir. Alles klar. Da kam sie angewackelt. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Müssen wir nur noch die Beweise zusammenkriegen. EMF4 zumindest. Das ist nah dran. Vielleicht schafft es auch noch eine 5. Wäre gut möglich. Fingerabdruck haben wir auf jeden Fall jetzt. Als zweiten Beweis. Du kannst hier bleiben. Brauchen wir gar nicht mehr. Das brauchen wir. Hey, kommt so angewackelt. So, das haben wir auch. Räucherstäbchen müssen wir nur noch machen. Das ist so grell immer noch wieder. Sollte doch eigentlich nicht mehr so sein. Ja, ich glaube irgendwie keine Geisterorbs. Ich glaube fast, das würde ein EMF5 noch werden. Wird noch ein EMF5. So, Fingerabdrücke haben wir und Gefriertemperaturen haben wir. Banshee oder Gespenst? Banshee wäre EMF Level 5 und das Gespenst wäre die Geisterbox, haben wir noch nicht ausprobiert. Vielleicht bist du ja auch doch ein Gespenst. Komm mal her. Geisterbox mit rein und schon mal eine Packung Räucherstäbchen können wir schon mal drinnen im Klassenraum auf den Tisch werfen. Oh, das war gut. Erst angewackelt und gleich noch hinterher angehate. Gehaucht. Und das ist wirklich lauter, viel lauter, als es am Anfang mal war. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, liebe Betty. So, wir gucken mal. Vielleicht wird es ja auch ein nettes Gespräch. Wie alt bist du? Wo bist du? Oh, far. Was willst du? Catch? Oh, das steht hurt. Das hat nicht richtig übersetzt. Der Univaler-Saal-Übersetzer ist kaputt. Moment, wir sind kurz noch mal draußen. Ach nee, sind wir nicht. Doch, sind wir. Ist egal, wir können die Räucherstäbchen auch in Hand behalten. Tschüss. Alles klar, ist ein Gespenst. Geisterbox. Gespenst. Sehr schön. Dann holen wir jetzt noch das Feuerzeug. Dann können wir direkt losräuchern. Und dann haben wir alles geschafft. Und dann kommen wir hoffentlich lebend wieder raus da. Und dann sieht das gut aus. War es erfolgreiche Geisterjagd in der fiesen Wiesen-Brownstone High School? Bei Betty Brown. Passt ja. So, Betty, jetzt kommt noch einmal hier so ein paar esoterische Feng Shui-Beruhigungsräucherstäbchen zum Abschied und dann ist alles schön. Es wäre jetzt auch dann langsam der Punkt erreicht, wo ich auch nicht mehr reingehen möchte in die Schule, wo es dann jetzt gut ist wieder für diese Jagd. Ich hoffe, das klappt beim ersten Mal. Nicht, dass wir nicht in der Nähe sind von ihr, dass sie da im großen Klassenraum sonst wo rumschleicht und wir es nicht schaffen, in ihre Nähe das abzuräuchern hier vernünftig. So, Betty. Einmal schön kräftig einatmen. Einatmen, einatmen. So, überall rumlaufen hier. Wer weiß, wo sie rumsteht gerade. Ich höre auch gerade keine Steps. Das beunruhigt mich schon wieder, dass sie gar nicht gerade hier ist. Okay, das war die erste Ladung. Ich hoffe, es hat geklappt. Raus, 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 raus. Okay, ich hoffe, es hat geklappt, Leute, weil wir haben auch echt schöne viele Fotos. Wir haben zwar jetzt in der ganzen Schule den Knochen jetzt nicht gesucht, das machen wir auch nicht. So ganz alleine die ganze Schule nach dem blöden Knochen durchsuchen. Oder vielleicht nach einem Ouija-Board oder so. Nee, nee, das geht auch so, wenn wir alle Nebenziele haben und viele Fotos gemacht. Wir haben für Interaktion viel, dann Geisterfoto und Fingerabdrücke. Kommt schon ein bisschen was zusammen. Hoffentlich war sie jetzt da irgendwo in der Nähe. Ja, wir haben sie abgeräuchert und eingeräuchert.
Sehr schön. Das war's für die Geisterjagd mit Betty Brown. Geisterbox, Gespenst, alles fertig. Tür zu. Mach's gut. Diese alte Highschool. Wir sind weg. Gucken, aber nee, die Zeit sich nicht nochmal. Ach, Leute. Sehr schön. Das müsste eigentlich ein bisschen Geld gebracht haben. $265. Das hat sogar richtig viel Geld gebracht, obwohl wir nicht mal die Knochen erwischt haben. Sehr schön. Und 190 Erfahrungspunkte noch. Okay, sehr gut, ihr Lieben. Das war doch wieder eine erfolgreiche kleine Geisterjagd. Seit langem mal wieder in der alten Palast und Highschool unterwegs. Wie immer sage ich natürlich vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geisterjagd gefallen hat, ein Kommentar hinterher. Freue mich dann mal riesig, wenn ihr zu gerne mehr Displays und mehr Geisterjagd wollt. Dann lasst ein Abo, da würde ich mich auch am meisten darüber freuen. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.